Deutschland. Mögen andere von ihrer Schande sprechen, ich spreche von der meinen. O Deutschland, bleiche Mutter, wie sitzest du besudelt unter den Völkern? Unter den Befleckten fällst du auf. Von deinen Söhnen der Ärmste liegt erschlagen. Als sein Hunger groß war, haben deine anderen Söhne die Hand gegen ihn erhoben. Das ist ruchbar geworden. Mit ihren so erhobenen Händen, erhoben gegen ihren Bruder, gehen sie jetzt frech vor dir herum und lachen in dein Gesicht. Das weiß man. In deinem Hause wird laut gebrüllt, was Lüge ist, aber die Wahrheit muss schweigen. Ist es so? Warum preisen dich ringsum die Unterdrücker? Aber die Unterdrückten beschuldigen dich. Die Ausgebeuteten zeigen mit Fingern auf dich. Aber die Ausbeuter loben das System, das in deinem Hause ersonnen wurde. Und dabei sehen dich alle den Zipfel deines Rockes verbergen, der blutig ist vom Blut deines besten Sohnes. Hörend die Reden, die aus deinem Hause dringen, lacht man. Aber wer dich sieht, der greift nach dem Messer, wie beim Anblick einer Räuberin. O Deutschland, bleiche Mutter, wie haben deine Söhne dich zugerichtet, dass du unter den Völkern sitzest, ein Gespött oder eine Furcht? Ich kann mich an nichts mehr erinnern in der Zeit vor meinem Leben. An dem, was geschah, bevor ich geboren war, trifft mich keine Schuld. Da gab es mich nicht. Ich fing an, als mein Vater meine Mutter zum ersten Mal sah. Hallo, Fräuleinchen. Püppchen. Hey, Kleine. Oh, du Kleine. Süße. Ich will dich nochmal umschwester. Die ist doch viel zu spack. Hey, Enno! Enno! Er war nicht der Nazi. Das war der andere, sein Freund. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler. Was? Sie hat nicht geschrien. Eine deutsche Frau. Eine richtige deutsche Frau. Mit den schwarzen Haaren? Rein arisch. In ihrer Familie sind sonst alle blond. 7 Töchter. Sie ist die einzige Schwarze. Eine schöner als die andere. Kein Wort gesagt. Ich gehe mit ihrer Schwester zum Ruderball. Blond, sage ich dir. Blond. Kornblond. Semmelblond. Blond wie Gold. Sie ist schöner, aber eben schwarz. Da schwimmt eine tote Katze. Kann ich nicht sehen. Katzen sowieso nicht. Ob das Unglück bringt? Unglück wieso? Meine Mutter. Ich habe schweigen gelernt, sagtest du. Von dir habe ich sprechen gelernt. Muttersprache. Socken der alte Sozi. Mit denen machen wir demnächst kurzen Prozess. Ich weiß nicht, wie Sie sich auf die Texte konzentrieren wollen, wenn Sie so viel reden. Ich höre hier übrigens auf.
dann hat das Schikanieren ein Ende. Wieso habe ich Sie schikaniert? Wie man es nimmt. Sie bleiben aber da. Ich werde mich von jetzt an ganz dem Vaterland widmen. Meinen Sie, Sie gehen ganz zur Partei? Das da ist Deutschland. Mit meinem Daumen kann ich es zudecken. Wir werden die Welt beherrschen. New York! Lassen Sie sehen. Ja. Sieg oder Untergang? Ah, ich tippe auf Untergang. Ja, das dachte ich mir. Du, mein Vater sagt das auch. Der ist ja auch ein alter Sozi. Schlimm genug. Gut, dass du keiner bist. Mir ist das eigentlich egal. Ich will meine Ruhe haben. Und die Schwarze. Nur leben, verstehst du? Da kann auch der Führer nichts dagegen haben. Deine Tante, deine Schwester liebte den Nazi. Unglücklich. Aber dies ist deine Liebesgeschichte, meine Mutter. Deine Liebesgeschichte, mein Vater. Sind Sie auch in der Partei? Nein. Aber Ihre Schwester? Ja. Kann ich Sie wiedersehen? Glücklich. Ganz normal. Nur, dass sie in dieser Zeit geschieht, in diesem Land. Die Geschichte meines Anfangs. Kann ich Sie wiedersehen? Sind Sie in der Partei? Nein, wann kann ich Sie wiedersehen? Warum nicht? Warum nicht in der Partei? Ich weiß nicht. Kann ich Sie nicht wiedersehen? Ihr Freund ist doch in der Partei. Soll ich eintreten? Kann ich Sie dann wiedersehen? Nein. Nein, was? Nein. Soll ich nicht in die Partei eintreten oder soll ich Sie nicht wiedersehen? Sagen Sie es doch. Es ist mir wichtig. Das Wichtigste von der Welt. Reichsparteitag. Ja, und? Er hat mir ein Foto gezeigt. Er sagt, es wäre die Frau für ihn. Sie ist aus Nürnberg. Er hat gesagt, er ist schon heimlich mit ihr verlobt. Für Ulrich bist du viel zu schade. Der kann noch nicht bis 3 zählen. Doch, das kann er schon. Lass ihn doch laufen. Du kannst gut reden. Soll ich rübergehen? Nein, bleib noch hier. Was weißt du von Bernsteins? Nein! Heißt Rachel? Nein! Nein! Lass mich los! Rachel, was ist? Doch still! Das ist doch Rachel aus meiner Klasse. Ich denke, du bist in der Partei. Ja, aber das ist doch Rachel. Komm, wir gehen ins Bett. Wir denken über Ulrich nach. Kommst du, Harz? Mach Licht. Du hast doch auch einen neuen. Wen?
Nicht den SA-Typ. Der andere. Ich glaube, den heirate ich. Warum? Bleib doch bei mir. Für hier werde ich langsam zu alt. Er ist auch nicht in der Partei. So einen Parteiherrn will ich nicht. Warum nicht? Die sind doch zackig. Ja, vielleicht deswegen. Habt ihr euch denn verabredet? Nein. Vielleicht siehst du ihn nie wieder. Doch. Sicher. Ulrich hat geheiratet. In Nürnberg. Ich habe heute die... Ich habe heute die Fotos entwickelt für seine Eltern. Sieht sehr stramm aus in der Uniform. Stramm? Ja. Hast du was dagegen? Ich weiß nicht. Und du? Ich weiß auch. Das ist der Bernstein. Der Vater von Rachel. Worauf wartest du? Ich hab's vergessen. Ich wollte dich doch über die Schwelle tragen. Macht nichts. Wie im Film, hat Frau Meier heute von nebenan gesagt. Ja. Au. Du warst so jung wie sie, mein Vater. Aber in meiner Erinnerung ist dein Gesicht immer so alt, wie es war, als du aus dem Krieg kamst, in den sie dich dann schickten. Finde ihn alle nicht.
Gasthaus. Umarmung kann ich mir nicht denken, wie deine und deine Haut sich berührt, kann ich nicht denken. Ihr seid meine Eltern, zwischen euch bin ich. Ich habe nicht geheiratet. Das habe ich an euch verlernt. Wenigstens kein Bild vom Führer beim Bett. Was sagst du? Frau Meyerhold meinte, wir brauchen noch den Führer beim Bett, weil sonst die Kinder nicht so gut werden. Was ist das denn? Ich denke, du willst keinen. Nein. Das kann ich auch nicht machen. Kannst du mal. Alles zum Geburtstag. Toll, was? Da können wir mit unseren Gaben nicht mithalten. Die Kinder, die braucht wenigstens. Ah, frisch gewaschen, ne? Selbst gebügelt. Das war aber eine Arbeit bei dir, vielleicht. Der Führer will den Frieden. Da hörst du es, Hans. Ich habe aber heute das Ziel bekommen. Der Bürgerin ist da. Eine Sitzung unmöglich. Wie schön. Mensch, du darfst als einer der Ersten dabei sein. Ein Einberufungsbefehl, Hans muss nach vorne. Zeig mal, wie sieht denn so aus? Die friedliche und religiöse Konsequenz zu verweigern. Es ist auch unmöglich zu sagen, dass derjenige, der in der Lage ist, dass du übergehst von sich aus. Ich wollte dir erst morgen sagen, weil du doch heute Geburtstag hast. Hans, du tust ja so, als wäre es ein Unglück. Das ist es auch. Schöne Teppich. Ich mach frischen Tee. Oder wollt ihr Wein? Wein? Wir müssen noch mal Brüderschaft trinken. Es geht nicht an, jemand mit vorgehaltener Pistole und mit der Drohung der Verhungerung von Millionen Menschen eine Unterschrift zu erpressen und dann das Dokument mit dieser erpressten Unterschrift als ein feierliches Gesetz zu proklamieren. Seit Monaten leiden wir alle unter der Qual eines Problems. Johanna. Lydia. Nimm sie so tragisch, Lene. Unkraut, vergeht nicht. Es ist bloß, weil Hans Beamter ist und nicht in der Partei. Die schicken sie zuerst an die Front. Also Ulrich bleibt hier. In der Heimat warten andere Aufgaben, die aufgetan werden müssen. Ach, ich wollte, ich könnte mit euch hinaus. Warum bist du auch nicht in die Partei eingetreten? Du hättest eintreten sollen. Nimm dich zusammen, Lene. Bitte nimm dich zusammen.
mittleren Jahren. Menschen ab 20 ist damals die Arena verlassen. So schickten sie dich zum Menschentöten. Das konntest du nicht. Wer kann das schon? Mein Vater. Vaterland. Sie haben uns doch nichts getan. Denkst du, uns geht es anders? Denkst du, uns macht Spaß? Weiß ich nicht. Ihr Mann ist gefallen. Sie geht zum Friedhof. Da hat sie gestern so eine feierliche Beisetzung gemacht. Wir haben auch einen Kranz hingeschickt. Mach das Radio aus. Hans lebt doch. Der Brief ist 14 Tage alt. Ach was, Unkraut vergeht nicht. Mach bitte das Radio aus. Ich habe kein Rot mehr, ich muss zu Ducksteins Neues holen. Die sind weg. Es waren doch Juden. Die und Juden, die waren doch uralt. Es ändert nichts daran, dass sie Juden waren. Ich brauche aber das Rot.
Das gibt es sonst nirgends. Das stickst du für Hans. Wenn er wiederkommt. Ja. Hallo? Ist da niemand? Hallo? Die sind weg. Da ist niemand mehr. Dies Rot bräuchte ich. Ich kriege es sonst nirgends. Aber Sie haben den Schlüssel wohl auch nicht. Wer mich hüten? Ich kann doch meine Bluse sonst nicht fertig sticken und ich möchte sie so gern haben, wenn mein Mann wiederkommt. Es ist wahr und ich glaube dir, du hast das alles nicht gewollt. Du hast es aber auch nicht verhindert. Ich mache dir Vorwürfe, aber mit welcher Berechtigung? Worin bin ich besser, außer dass ich den Vorteil habe, die Nachgeborene zu sein? Ich finde das nicht. Ja, dann nehmen Sie doch eine andere Farbe. Ach, hier ist doch so ein schönes Blau, hellblau und dunkelblau. Blau ist doch viel schöner. Ja, finden Sie? Ja, viel, viel schöner. Du aber los. Danke. Heil Hitler. Was hast du? Es geht alles so schnell. Du warst so lange weg und jetzt geht alles so schnell. Gefällt sie dir? Ja. Die Bluse. Bin ich dir so fremd? Nein. Ich weiß nicht. Ich bin 3 Tage unterwegs gewesen. Ich habe nur auf diesen Augenblick gewartet. Ich kann nichts dafür. Du hattest einen anderen inzwischen. Diesen SA-Typ? Diese Schweine, die alle hier geblieben sind? Nein. Du lüg nicht. Ich lüg nicht. Woher soll ich das wissen? Ich hab gedacht, du bist wie der frisch gefallene Schnee. Ich hab keine angerührt. Und du? Ich habe bestimmt Licht nicht mal angesehen. Weiß ich doch, weiß ich.
Ich könnte das gar nicht. Weiß ich doch. Das war mein Anfang. Möchtest du keins? Doch. Doch, wenn du es willst. Nach Frankreich. Wo denn da? Paris. Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel. Sie sah aus wie meine Mutter. Sie sah aus wie Lene. Regardez ma femme. Elle vous rappelle. Soll ich sie dazustellen? Neuf Patrice, geboren am 21.02.1921. Constant Annick, geboren am 17.12.1920. Jeannot Philippe, geboren am 24.03.1919. Duchamp Jean-Claude, geboren am 7.11.1920. Thierry Michel, geboren am 12.06.1921. Boucher Gilles, geboren am 30.10.1918. Marchand Jean-Luc, geboren am 1919. Eine Testbasis, Abschlusszeit und eine Angriffsbasis gegen Nord-Ostland zu gewinnen, wurde in den Wochen fleißig erledigt. Der Versuch, über Holland und Belgien die Ruhrgrenze, die Ruhrzone zu erreichen, brach nach wenigen Tagen zusammen. Frankreich ging den gleichen Weg, England wurde von dem Kontinent weggeschlagen. Ich lese einige Male jetzt so, dass die Engländer die Absicht haben, mit einer großen Offensive jetzt irgendwo zu beginnen. Ich hätte nur den einen Grund, wenn sie mir das vorher mitteilen wollten, ich würde dann das Gebiet in Europa vorher erholen lassen. Das ist ja gut. Widerstand war nichts für Lene. Sie hatte nur gelernt zu schweigen und zu gehorchen.
Aber mit dem Kind im Bauch, der immer dicker wurde, verlor sich wenigstens ihr Respekt vor der Macht. Tag, Ulrich. Hallo, Jutta, Hähnchen. Du bist ja die Treppe raufgefallen. Ich habe dich zu mir gebeten, aus alter Freundschaft. Zu Hans. Und zu meiner Schwester. Sag das nicht deiner Frau. Nee, Lenchen. Auch für dich. So ein Zigeunertyp wie du. Bitte dich, Ulrich. Also zur Sache. Du hast da so gewisse Lieder gesungen neulich. Dein Fenster putzen. Das kann ich nicht durchgehen lassen. Mein Gott, ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Vor ein paar Jahren sagen sie doch noch jeder auf der Straße. Man kann sich immer nicht gar nichts denken bei was. Und schon gar nicht bei solchen Liedern. Wer hat mich denn verpfiffen? Dein Verehrer von früher. Er ist armer mit dem Hund. Enno Schmidt. Arschloch. Der Mann hat seine Pflicht getan. Aha. Und nun? Tja. Hör mal, am besten bin ich meine Zeit weg. Du lässt mich zu Hans nach Frankreich. Ich bin schwanger. Ich muss ihn noch mal sehen, bevor es bei mir losgeht, sonst schaffe ich das nicht. Das kann ich eigentlich nicht machen. Was heißt eigentlich? Du hast da so eine bestickte Bluse. Die hat Lydia so gefallen. Ach so. Ich habe schon verstanden. Klar, kann sie haben. Sie passt mir sowieso nicht mehr über den Bauch. Das bleibt unter uns. Klar. So kam ich mit Billigung der Partei vor meiner Geburt nach Frankreich mit Lene zu meinem Vater. Mach die Zigarette aus, Helmut. Merkst du nicht, dass du störst? Dankeschön. Sie rauchen nicht? Natürlich raucht sie nicht. Eine deutsche Frau raucht nicht. Das ist meine Paul. Hoffentlich auch noch, wenn du wiederkommst. Ja, hoffentlich. Thank you.
gefallen dir. Ich habe frei fürs Wochenende. Ich nehme mein Hotel. Wie geht's dir? Gut. Dass du das geschafft hast. Ja. Zu wenig Zeit zum Gewöhnen. Eigentlich wollen wir Vater, Mutter und Kind werden. Lass deine Hand da. Das mag es okay. So kann ich aber nicht schlafen. Das macht doch nichts. Das musst dich doch kennenlernen. Aber ich war bei Lene. Und mein Vater war im Krieg. Und wir waren drei verschiedene Leute. Bleib gesund. Danke, Lene. Ebenfalls. Pass auf dich auf. Und ich erwarte, dass Nachwuchs da ist, wenn ich zu Hause bin. Bleib gesund. Ein strammer Junge. Komm. Grüß alle. Pass auf dich auf. Jetzt einmal eine Stunde durchatmen, ja, und warten,
Der Kopf ist da, Kind. Ja, jetzt komm schön, entspannt. So. So, jetzt nochmal. Tief Luft holen, komm. Und jetzt kommt der Rest noch. Na komm, weiter, weiter. Drück mal, Frohbach. Weiter, 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 weiter. Ah! Ist gut, komm, ganz locker lassen. Ist gut, alles vorbei. Komm, Kind. So, schön. Dann komm, die Beine aufstellen und jetzt schön entspannen. So, ist gut. Die Beine aufstellen, Kind, sollst du drückst dein Kind. So, halt, Hitler, ein Mädchen. Kleines Mädchen. Kein strammer Junge. Als sie mich von dir abschnitten, Lene, fiel ich auf ein Schlachtfeld. So viel, was ich noch gar nicht sehen konnte, war schon kaputt. Mir passiert nie was. Hi, Hitler. Ja, wenn du meinst. Ich hoffe, du kommst, um deine Kraft in den Dienst des Winterhilfswerks zu stellen. Nee, eigentlich nicht. Tut mir leid, Lenchen, du musst fürs Winterhilfswerk sammeln. Wo dein Mann schon nicht in der Partei ist, musst du guten Willen zeigen. Unter dem Druck jener rastloser Verfolgung zwischen dem jetzt. Wenigstens du. Ist er denn immer noch nicht eingetreten? Er wollte doch. An der Front kommt er nicht dazu. Also, du lässt dir eine Sammelbüchse geben. So ein Blödsinn, was? So was wird uns nicht einfallen, hier auch noch rumzubetteln. Kleine Spende fürs Winterhilfswerk. Sollen wir dem vielleicht in die Büchse stecken? Wir haben nämlich weiter nichts mehr. Ho! Du hast Hunger. Was? Sie verletzen hier das öffentliche Schamgefühl. Sind Sie das? Ich sagte, dass Sie das Schamgefühl beleidigen. Kleine Spende fürs Winterhilfswerk? Haben Sie nicht verstanden? Wenn Sie Ihr Kind schon öffentlich ernähren müssen, dann bitte schön wenigstens mit einem Fläschchen. Muss schließlich alles seine Ordnung haben. Kleine Spende fürs Winterhilfswerk. Ich muss Sie hier verweisen. Aufhören! Aufhören! Hosenknöpfe. Da sind ja Hosenknöpfe drin. Eins, zwei, drei, vier. Mindestens 8 Hosenknöpfe. Die Leute schämen sich nicht. Sie schämen sich nicht. Nee, die schämen sich nicht. Du hast dir keine Mühe gegeben. Wie konntest du Hosenknöpfe annehmen für unsere frierenden Soldaten im russischen Winter? Die Leute sind ausgebombt. Keine Opferbereitschaft. Defätismus. Daran wird das deutsche Volk zugrunde gehen. Und dann sage ich mit Recht, sie sind ihn nicht wert, unseren Führer. Es ist 3 Uhr nachts. Wir rollen nach Osten. Nur die Gestirne scheinen nicht zu schlafen. Sie spielen mit ihrem silbernen Licht auf den Gesichtern der Männer, die in wenigen Tagen wieder vorne sein werden. Jeder Räderstoß bringt sie näher dorthin. Die Männer schlafen. Wir fahren den 3. Tag. Es weht ein kühler Wind. Wir rollen in hohen, klapprigen Waggons. Die Türen schließen schlecht. Der Wind treibt sich überall im Abteil herum.
den Fenstern blühen Eisblumen. Wenn wir ein Loch einkratzen, sehen wir die weite weiße Fläche des Ostens mit schwarzen Waldstrichen. In dieser einsamen Landschaft sind wir nun in unserem langen, langsamen Zug. Diese Männer werden keine Weihnachten haben, aber mit ihrem Herzen sind sie in der Heimat. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Hier ist Stalingrad, hier ist die Front an der Wolga. Achtung, noch einmal die Lapplandfront. Hier ist die Wacht im südlichen Winterwald. Achtung, noch einmal Südfrankreich, die Luftwaffe. Hier ist ein Feldflugplatz in Südfrankreich. Und noch einmal die Kriegsmarine und das Heer in Südfrankreich. Hier ist das Land an der französischen Riviera. Hier meldet sich die Front im Kaukasus. Achtung, die U-Boot-Fahrer im Atlantik. Hier ist ein Unterseebootsstützpunkt am Atlantik. Achtung, Catania. Hier ist die Mittelmeerfront und Afrika. Achtung, Zakopane. Aus dem Heeresgenesungsheim in der Tatra grüßen die Verwundeten ihre Kameraden an den Fronten. Wir bitten euch, Kameraden, jetzt in das schöne, alte deutsche Weihnachtslied, bitte Nacht, mit einzustimmen. Welch Kind? Wir sind doch eine Gemeinschaft. Ah.
Sei ruhig, Kriegskamerad. Das war unser Haus. Ein Haufen Steine. Und das war ich mal. Jetzt bleiben uns nur noch die Verwandten in Berlin. Da können wir warten, bis dein Vater noch mal wiederkommt. Vielleicht lebt er ja noch. Bestimmt lebt er noch. Hörst du, er lebt bestimmt noch. Er muss einfach leben. Nach dem Ende der Wohnstuben wurdest du fidel. Da ging's uns erst richtig gut, als alles hin war. Zu Fuß nach Berlin, auf hohen Absätzen, hoch hinaus, Landstreicherlehne und ich. Anna, lass das mal. Sonst fällt mir noch der Koffer weg. Da ist das Silber drin. Das ist unser ganzes Vermögen, das brauchen wir noch. Wo geht's denn hier nach Hallensee, weißt du das? Von Phil geht ein Omnibus. Wo sind denn deine Eltern, deine Geschwister? Sind verschwunden. Die suche ich. Und wie lange suchst du schon? 6 Wochen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich wollte zu Fritzens. Was sind die Möbel? Das verstehe ich nicht. Herr Doktor, Dr. Fritzen, er ist im Reichsluftfahrtministerium. Ja, ja, wird schon so sein. Sind die denn um? Ich meine hier in Berlin. Wir gehen aufs Land, im Westen. So cool doch. Hallo. Das waren die reichen Verwandten. Die konnte ich nicht leiden. Damals schon nicht. Ich dachte, wir könnten bei euch wohnen. Wenigstens baden. Wir ziehen um, Kind. Ja, aber warum denn? Bertrand hat doch so eine gute Stelle, da gibt's doch nur noch Bürger drüber. Den Zivilisationskoller. Er will aufs Land. Wir haben 2 schöne Hütten gekauft. Na komm erst mal. Da sitzt du. Lassen Sie ihn nur. Die hängen gut da. Schnell, Lädchen. Heil Hitler, Lädchen. Sie wollte hier bleiben. Sie denkt, Hans kommt nächste Woche mit einem Transport durch und da wollte sie ihn abfangen. Das kann sie doch. Die Wohnung bleibt in den nächsten Wochen leer. Ja, wir haben noch etwas hier abzuwickeln und bleiben deshalb in Berlin. Allerdings im Hotel. Aber, Lenchen, kann ich dich doch hier einrichten, wie sie will. Ich zahle nichts, ne? Kriegt ihr denn niemand rein?
Aber Kind, doch nicht gleich. Wir sind doch nicht irgendjemand. Ich würde so gern baden mit dem Kind. Hm? Tu das doch. Tu das. Das Mädchen ist heute noch da. Sie lässt dir das Badewasser an. Iss doch, Lenchen. Iss doch. 32 Mal kauen. Jeden Bissen. Sein alter Tick. 32 Mal. Für jeden Zahn einmal. Deine Zähne sind in Ordnung. Besser als meine. 32 Mal. Hoppala. Hoppala. Oder sind noch ein Schwamm? So liebten Lene und ich uns in der Badewanne und flogen wie die Hexen über die Dächer. Die sind schon heute früh gekommen. Bestimmt. Die sind schon in der Kaserne. Ich weiß das. Die sind schon heute früh gekommen. Ich warte auf meine Frau. Sie kommt bestimmt. Die Züge gehen nur sehr selten. Viel Glück! Lene und ich. Ich und Lene. Mitten im Krieg. Heute Morgen von Dniepropetrovsk gekommen ist. Ich suche meinen Mann, 230. Infanterieregiment, 3. Bataillon, 2. Kompanie. Nee, die sind nicht gekommen. Aber am Bahnhof hat man mir gesagt, sie sind längst da. Sind sie aber nicht, jedenfalls nicht hier. Heil Hitler. Anna, wollen wir hinzugehen? Ja. Bei dein wilder Wassermann in der Burg wohl über dem See des Königs Tochter Woldahan, die schöne junge Lilofee, die schöne junge Lilofee. Guck mal, wer da ist, Anna und Bertrand. Heil Hitler, Lädchen.
Sie haben euch beide gefilmt. Jetzt seid ihr für immer festgehalten. Ein paar Berliner Impressionen, ehe wir aufs Land ziehen. Ich verstehe Sie nicht, Dr. Fritzen. Ein Mann wie Sie, in engster Verbindung mit dem Rivalschaft, jetzt, wo Deutschland siegt. Mein Lieber, gerade weil ich in engster Verbindung mit dem Generalstab bin. Bis jetzt haben unsere Panzer gewirkt. Aber lassen Sie den Feind erst mal seine einsetzen, im großen Stil. Er hat Ressourcen, wir kaum noch. Ist Hans nicht bei euch? Nein, noch nicht. Hans ist noch nicht bei uns. Schau mal. Wir machen Kugeln. Mein Onkel Bertrand erwies sich als dauerhaft wie die Dinosaurier. Ich werde sterben. Er wird aussterben. Ist aus Stahlbeton. Mit Kruppstahl. Komm, dunkel machen. Wo können wir hingehen? Ich habe 2 Tage frei. 2 Tage ist so lange. Anna! Komm! Eins, zwei, drei! In Monte Carlo will ich singen unter Palmen mit dir. Siehst du vor Palmen den Himmel nicht? Hast du den Himmel bei mir? Husch, 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 husch. Hui! Hopp! Hopp! Da! Da! Papa! Papa! Was sollte ich mit einem Vater anfangen? Eine Nacht in Monte Carlo möchte ich gern einmal erleben, wie schön das ist, wenn man eine küsst, die man nie vergisst. Husch! Ich wollte lieber mit Lene eine Hexe sein in den Trümmerfeldern. Ihr habt's gut hier zu Hause. Ihr könnt noch tanzen. Kann ich. Bin ich denn Stimmung? Unser Haus ist hin. Das war in der Bunkerbank. Sonst ist alles futsch. Weißt du, wie das ist, bei Fliegeralarm ein Kind zu kriegen? Ich sag dir, je dicker es kommt, umso mehr singe ich mit dem Kind. Gar nicht mal so sehr für das Kind, sondern für mich. Du hast dich so verändert.
findest du? Und ich bin immer noch derselbe. Nur abgenutzter. Was sollte mein Vater mit mir anfangen? Ich habe gesehen, wie sie anfängt zu leben. Die Anstrengung zum Leben. Wie sie den Kopf hebt und dann die Arme. Und wie sie anfängt zu knien. Und wie sie sich dann aufrichtet. Dann konnte sie stehen und jetzt läuft sie. Irgendwie war das viel wichtiger als der ganze Krieg. Mir wenigstens. Wir werden kämpfen bis zum letzten Blutstropfen. Wie bitte? Siegen! Oder untergehen. Das ist des deutschen Menschen würdig. Das sagst du. Und Bertrand zieht aufs Land. Dem Bonzen ist schon klar, was läuft. Jetzt krieg ich ihn nicht noch in letzter Minute auf den Leim. Leben musst du und sonst gar nichts. Ich war eifersüchtig auf ihn. Und er auf mich. Wir müssen in den Bunker. Nein, nicht wegen jeder Kleinigkeit. Nur mit Alarm, sonst kommt man gar nicht rein. Hörst du, sie verziehen sich schon wieder. Hannover, Braunschweig. Wir kommen wieder. Das Geschrei macht mich ganz nervös. Das wollte ich. Genau das wollte ich. Aber nicht ihn. Den ich nicht kannte. Bleibt es die ganze Nacht so? Eigentlich schon. Sie ist so nervös wegen den vielen Bombenangriffen. Sonst ist sie nicht ruhig. Ich wollte eigentlich mit dir. Lass uns schlafen, Hans. Wir sind doch alle müde. Wenn das eine Nacht wird ohne Bombenangriffe, dann ist das das Schönste, was man sich denken kann. Schlafen. Nur schlafen. Lass uns schlafen. Solltest du nicht mehr stillen, sie ist doch schon über ein Jahr. Wenn es sonst nichts gibt. Aber sie frisst dich auf. Ja, vielleicht. Sowieso denke ich oft, wenn sie jung ist, was man so jung nennt, dann werden wir alt sein und dann sieht man auf unserem Gesicht alles, was wir mitgemacht haben. Und sie hat dann alles vergessen. Manchmal beneide ich sie. Und dann denke ich noch, sie nimmt meine Kraft. Sie nimmt zu und ich nehme ab. Wenn die auf ist, gehe ich. Ja.
Geh aufs Land, Lenchen. Dann bin ich beruhigter. Sachsen, Schlesien, da ist nichts los. Ja. Hier in Berlin kannst du nicht bleiben. Ich denke, wir siegen. Woher weißt du, dass sie noch leben wird, wenn das alles vorbei ist? Ich weiß es ja nicht. Ich denke nur so. Ich gehe jetzt. Mein Testament ist im Umschlag, im Koffer. Auf Wiedersehen. Land, Schlesien, Pommern. Ja, aber doch nicht so. Kein Schnee und Eis. Sie brauchen was Festes. Ich gebe Ihnen einen Mantel von meinem Mann. Ach. 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 Ja. Stiefel. Gut, wenn sie so schön aussehen. Da hat sich allerhand rum in den Welt. Wir haben viel laufen müssen. Bahnen fahren da nicht mehr in der Richtung.
Nach 40 durchmarschierten Tagen und Nächten und mit Blasen an den Füßen hatte Lene erfahren, wie weit ihre Kraft reichte. Und dass sie nichts brauchte als das, sich selbst und eine Hoffnung. Sind Sie Frau Heyer? Ja. Guten Tag, ich bin die Helene Bach aus Berlin. Ich soll Sie von Ihrem Bruder grüßen. Ach Gott, der Kurt. Lebt der noch? Ja. Ach. Er hat gesagt, wir können vielleicht bei Ihnen wohnen. Ja, kommen Sie doch mal rein. Sie sind ja ganz verfroren. Robinson. Ich bin Robinson. Und du bist Freitag. Quatsch. Du bist ja am Mittwoch geboren. Mittwoch. Und heute ist Dienstag. Ein Tag zum Dienen. Nimm sie. Schenk sie dir. Gehört dir, ja? Dzień dobry, Malinka. To jest Warszawa. To Warszawa. Warszawa. Tak. To też Warszawa. Bist du aus Warschau? Da ist alles kaputt. Hier ist auch alles kaputt. Strippstrappstrull. Strippstrappstrull. Schau mal an da. Strippstrappstrull. Lene konnte alles. Und wir selber gemolken. Und so wartete ich mit ihr auf den Frühling und den Frieden. Und beides kam. Kommt. Du Typhus, du verstehen? Du Typhus, tak, du verstehen? Typhus. Du Typhus, Kind Typhus. Здесь никого нет. Смотри. Двенадцать. Ich Typhus. Kind Typhus. Typhus. Нации. Typhus. Hier. Мне кажется, больно. Действительно, Тиф больно. Да. Слушай, надо оставить ей хлеба. Typhus. Дай что-нибудь. Дай хлеб. Это тебе и твоему ребенку. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
Womit sollen wir uns jetzt zudecken? Dem Toten da ist nicht mehr kalt. Immer nehmen sie es von den Armen, auch die. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Boska, łaski pełna, wejgodą Jego wzajego, żebyśmy do ojczyzny wrócili, żeby wszyscy mieli spokój na ziemi. Wszyscy do mojego męża, żebym wróciła, żebyśmy znowu mieli dzień, żeby wszędzie tu pokój i nie więcej wojny było. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag Mei, Hilfe, Sieg, dein Vater ist im Krieg, die Mutter ist in Pommerland, Pommerland ist abgebrannt, Mei, Hilfe, flieg. Oh. Deutsche Männer, Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Es war einmal ein Müller, der hatte eine schöne Tochter. Und als sie herangewachsen war, da wollte er sie versorgt und gut verheiratet wissen. Und er dachte sich, wenn ein Freier kommt, der mich um die Hand meiner Tochter bittet und der anständig ist, so will ich sie ihm geben. Nicht lange, so kam ein Freier, der schien sehr reich zu sein. Und da der Vater nichts gegen ihn einzuwenden wusste, so versprach er ihm seine Tochter. Das Mädchen aber schien den Bräutigam nicht so recht lieb zu haben, so wie eine Braut einen Bräutigam lieb haben sollte. Und immer wenn es ihn ansah oder an ihn dachte, da fühlte sie ein Grauen in ihrem Herzen. Und eines Tages sagte der Bräutigam zu seiner Braut, du bist nun schon so lange meine Braut und hast mich noch nie in meinem Haus besucht. Da sagte das Mädchen, ich weiß nicht, wo dein Haus ist. Und der Bräutigam sagte, es ist draußen im dunklen Wald. Am Sonntag sollst du mich besuchen, denn ich habe Gäste geladen. Und damit du auch den Weg findest, will ich dir Asche streuen. Und als der Sonntag kam und das Mädchen in den Wald hinausgehen sollte, da überkam es eine große Angst. Es steckte sich die Taschen voll mit Erbsen und Linsen und machte sich auf den Weg. Als es an den Rand des Waldes kam, fand es auch die Aschenspur und folgte ihr. Aber bei jedem Schritt, den sie machte, streute sie links und rechts die Linsen. So ging es fast den ganzen Tag. Bis es in die Mitte des Waldes kam, wo es am dunkelsten war. Da stand ein einsames Haus und das war ganz unheimlich. Und das Mädchen hatte große Angst. Aber es ging hinein und konnte niemanden finden. Und es herrschte eine große Stille. So. Da rief plötzlich eine Stimme, kehr um, du junge Braut. Du bist in einem Mörderhaus. Und das Mädchen drehte sich um und sah einen Vogel in einem Bauer. Und der Vogel rief noch einmal, kehr um, du junge Braut, du bist in einem Mörderhaus. Da lief das Mädchen durch alle Stuben des Hauses, konnte aber niemanden finden, bis es in den Keller kam.
Da saß eine steinalte Frau und wackelte mit dem Kopf. Das Mädchen fragte die Frau: Gute Frau, weißt du denn nicht, ob mein Bräutigam hier wohnt? Da fing die Frau an zu jammern und sagte: Du armes, armes Kind, du bist in einem Mörderhaus. Du glaubst, du seist eine Braut und wirst bald Hochzeit machen, aber du wirst Hochzeit mit dem Tode halten. Denn dein Bräutigam wird zurückkommen und wird deinen Körper in Stücke hacken und deinen Leib kochen und dich essen, denn es sind Menschenfresser. Und wenn ich nicht Mitleid mit dir habe, so bist du verloren. Da versteckte die Alte das Mädchen hinter einem großen Fass und sagte: Wenn die Räuber schlafen, dann wollen wir flüchten. Auf so eine Gelegenheit warte ich schon lange. Kaum hatte die Alte das gesprochen, da... Hast du keinen Hunger? Da kamen die Räuber nach Hause und waren trunken und schleppten eine Jungfrau mit sich. Die jammerte und schrie, aber die Räuber hörten nicht auf sie und gaben ihr 3 Gläser Wein zu trinken. Ein Glas weißen, ein Glas roten und ein Glas gelben. Da zersprang ihr das Herz. Da rissen sie ihr die feinen Kleider weg, zerhackten ihren schönen Leib in Stücke und bestreuten ihn mit Salz. Einer der Räuber entdeckte an dem Finger der Gemordeten einen Ring. Da er ihn nicht abziehen konnte, so nahm er ein Beil und hackte den Finger ab. Der Finger aber sprang vom Tisch hinter das Fass und dem Mädchen direkt in den Schoß. Da wollten die Räuber den Finger suchen. Die Alte aber sprach: Lasst doch den dummen Finger, der läuft euch nicht weg. Esst lieber und trinkt von dem guten Wein. Die Alte hatte nämlich heimlich einen Schlaftrunk in den Wein gegossen. Und bald darauf schliefen die Räuber auch ein. Da sprang das Mädchen hinter dem Fass hervor und stieg über die Männer hinweg. Es hatte große Angst, dass einer der Räuber aufwachen würde. Aber Gott half ihr, dass sie glücklich den Weg aus der Mördergrube finden konnte. Und die Alte folgte ihr. Der Wind hatte die Asche verstreut, die Erbsen aber waren gekeimt und aufgegangen. Mama, ich will sehen. Die Erbsen aber hatten gekeimt und waren aufgegangen. Und so fanden sie im Mondschein den Weg. Sie gingen die ganze Nacht, bis sie morgens an der Mühle ankamen. Das Mädchen erzählte dem Vater alles, wie es sich zugetragen hatte. Am Tage der Hochzeit erschien der Bräutigam. Der Vater aber hatte alle Bekannte und Verwandte eingeladen. Und als sie nun um den Tisch versammelt waren, da musste jeder eine Geschichte erzählen. Das Mädchen saß ganz still und sprach kein Wort. Da sagte der Bräutigam: Nun, mein Herz, weißt du keine Geschichte zu erzählen? Sie antwortete: So will ich euch einen Traum erzählen. Ich ging allein durch einen dunklen Wald, bis ich endlich an ein Haus kam. Da war keine Menschenseele darin. Nur ein Vogel in einem Bauer rief: kehr um, du junge Braut. Du bist in einem Mörderhaus. Mein Schatz, das träumte mir nur. Da lief ich durch alle Stuben, bis ich endlich in den Keller kam. Da saß eine steinalte Frau, die wackelte mit dem Kopf. Ich fragte sie: Weißt du, ob mein Bräutigam hier wohnt? Da klagte die Frau: Du armes, armes Kind, dein Bräutigam wohnt hier, aber wenn er zurückkommt, so wird er dich töten und kochen und essen. Mein Schatz, das träumte mir. Da versteckte mich die Alte hinter ein großes Fass. Und kurz darauf kamen die Räuber auch zurück und schleppten eine Jungfrau mit sich. Der gaben sie 3 Wein zu trinken.
weißen, roten und gelben. Da zersprang ihr das Herz. Mein Schatz, das träumte mir nur. Recht des Siegers, kleines Mädchen. Nimmt die Sachen und die Frauen. Mein Schatz, das träumte mir nur. Da entdeckte einer der Räuber einen Goldring an dem Finger der Gemordeten. Und als er ihn nicht abziehen konnte, nahm er ein Beil und hackte den Finger ab. Der Finger aber sprang vom Tisch und direkt hinter das Fass mir in den Schoß. Und hier ist der Finger mit dem Ring. Und bei diesen Worten zog sie den Finger hervor und zeigte ihn den Anwesenden. Der Räuber, der während der Geschichte ganz kreideweiß geworden war, sprang auf und lief davon. Die Gäste aber fingen ihn ein und überlieferten ihn den Gerichten. Da ward er und seine ganze Bande für ihre Schandtaten gerichtet. Haben Sie Zigaretten für Silber? Mhm. Haben Sie Eier gegen Zigaretten? Sie Eier für Zigaretten? Nein, das hab ich doch nicht. Ich
Anne. Lene. Jelle. Ja, Silber? Ja, zwei Gabel, zwei Löffel. Ja. Fotoapparat. Haben Sie Eier? Ja. Eier gegen Zigaretten? Das waren auch Ruinen. Griechenland? Ja. Sein alter Traum. Bloß nicht ganz so, wie er sich's vorgestellt hat. Ich sehe ihn da stehen und den Leuten aus der Ilias rezitieren. Und dabei ist er ihr Feind. Dann müsst ihr bald wiederkommen. Ich freue mich. Klar? Klar? Wieso nicht? Ich weiß nicht. Ich war so lange allein mit dem Kind. Was die alles mitkriegen? Lene, was sollten wir vom Frieden erwarten? Am Anfang nach dem Krieg, das Aufräumen machte noch Spaß. Aber die Steine, die wir klopften, die wurden zu Häusern zusammengesetzt, die noch schlimmer waren als die vorher. Lene, wenn wir das gewusst hätten. Lene, wenn wir das gewusst hätten.
bin doch dein Vater. Ja? Gib ihm mal einen Kuss. Nein. Na, lass mal. Hast du Hunger? Ich kann nicht. Das macht nichts. Ich. Kann auch nicht. Ja. Das ist zu lange her. Ma. Ja. Morgen. Uns wieder gewöhnt haben. Ich muss mich wieder gewöhnen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich habe immer an dich gedacht. So viele Menschen hier. Das wird alles wieder. Mann, haben Sie nicht in der Halle verloren? Wie ihm? Das ist der Mist. Thank you.
Alter Freund und Kupferstecher. Mich gibt's auch noch. Das sehe ich. Entnazifiziert. Ja, ich war gar nicht erst drin. In der Partei. Hast du recht behalten. Ja, war eigentlich mehr Zufall, wenn ich ehrlich sein soll. Die Verbrecher. Wer? Na, die Nazis, wer sonst? Ach so, ja. Das ist meine Tochter hier. Hallo. Oh, oh. Tag. Jetzt geh mal zu deinem Papa und sag ihm, er ist ein Waldheini. Du bist ein Waldheini. Kein Humor. Das war die Wiederkehr der Wohnstuben. Da ging der Krieg innen los, als draußen Frieden war. Schreib sauber. Sie soll ordentlich schreiben. Lass in Ruhe. Wenn du einen wieder anschaust. Als hätte man dir was getan. Den ganzen Krieg habe ich gedacht, hinterher. Und jetzt ist hinterher und es ist so. Du hast einen anderen gehabt. Nein. Ich weiß es. Sonst wärst du nicht so. Wie kannst du sowas sagen? Nicht. Lass sie in Ruhe. Ich kann nicht mehr. Weggehen.
Du, ich habe eine Beförderung. Weil ich nicht in der Partei war. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Es war auf einmal da. Von der Stelle, bis wir zurück sind. Das liegt an den Zehen. Ich muss Ihnen alle Zähne ziehen. Nein, das will ich nicht. Bitte, ich will das nicht, bitte. Nicht. Sind Sie der Ehemann? Ich kann sonst nicht dafür garantieren, dass die Lähmung nicht ausbreitet. Und dann ist bald der ganze Körper erfasst. Und dann garantiere ich für gar nichts. Sie müssen tun, was Sie für richtig halten. Das Leben ist wichtiger.
Du musst. Ich hab die Suppe gekocht, du musst essen. Lene, das waren wir mal. Du und ich, die Hexen. Segne, Vater, diese Speise, uns zur Kraft und dir zum Preise. Amen. Das ist eine Gesichtslähmung. Ja, wir hatten recht damals. Es war eine gewagte Rechnung, aber sie ist aufgegangen. Ich krieg das nicht ganz zusammen. Erst Reichsluftfahrtministerium und jetzt Kirchenpräsident. Du weißt, ich habe Jura studiert und Theologie. So einfach ist das. Nein, nicht. Es macht nichts. Ich tue es schon weg. Komm. Komm rein. Ich frage mich nur, wie kriegst du das in deinem Kopf zusammen? Lieber Hans, ich bin Verteiler, Organisator. Ich lese niemandem aus der Bibel vor. Obwohl ich letzten Endes meinem Herrgott. Nun ja, ich bin Verwaltungsmann, das ist es. Gibst du mir mal die Flasche rüber?
Danke. Ich bin Verwaltungsmann. Dazu braucht man Jura. Seinerzeit bei den Nazis und jetzt auch. Und für die Aufgabe, die ich jetzt habe, schadet Theologie nicht. Ich habe immer über das Metaphysische nachgedacht in meinen Mußestunden. Das war mein Hobby, wie man heute sagt, schon damals. Und jetzt ist es mein Beruf. Ob die Damen noch zurückkommen? Sonst stecke ich mir mal eine Zigarre an. Ich bin geruchsempfindlich. Häschen in der Grube saß und schlief, gib mir auch was. Die Bundesregierung ist beauftragt, dass die Bundesrepublik Deutschland. Es ist der scheußigste Fusel aller Zeiten. Heute ist Gröndonnerstag. Der alte Winter mit seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von daher sendet er ohnmächtig nur schauerkörnigen Eises über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes, alles will sie mit Farben beleben. Überall regt sich Bildung und Streben. In Bezug auf die jetzt von der Bundesregierung verfolgte Politik der Verteidigung Adenauer, der macht's. Eingliederung in eine europäische und internationale Gemeinschaft mit zu unterstützen. Bald sind wir wieder wer. Ulrich soll jetzt auch befördert werden. Denk dir, Lenchen. Bisschen später als Hans. Aber immerhin. Immerhin? Immerhin. Immerhin, es ging schnell. Alter Junge, hm? Ganz schön schnell. Sie können auf qualifizierte Leute nicht verzichten. Und du hältst dich für qualifiziert, ja? Unbedingt. Quali. Qualifiziert.
alles haben. Alles haben. Begraben vor dem Verein. Ich brauche es nicht mehr. Ich will es auch nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Ich brauche Liebe. Ich brauche Liebe. Liebe brauche ich. Liebe brauche ich. Liebe. Aber die hast du doch, Liebe. Die hast du. Ich habe Liebe. Du hast mir alles kaputt gemacht. Du willst mich umbringen! Schau mich doch an! Ich will dich umbringen, so wie ich hier am Berge dich hasse! Ich muss doch morgen meine Arbeit schreiben! Lass doch das Kind schlafen! Ja! Ja, schlaf dir nur! Ich krepiere, bitte, Mutti, geh doch ans Bett, bitte. Hans! Ich will nicht mehr leben. Mach, was du willst, mir ist es egal. Ich habe genug Sorgen. Ulrich ist schon wieder befördert worden. Ich vergessen Sie. Ich bin fähiger, aber... Keiner glaubt es, du am wenigsten. Ich will nicht mehr leben. Ich auch nicht.
doch auf. Bitte. Komm raus. Bitte. Bitte komm raus. Komm raus. Bitte. Bitte. Bitte, Mami, komm raus. Komm doch raus. Komm raus. Komm raus. Bitte, komm raus. Bitte. Bitte. Komm doch raus. Mach auf. Bitte. Bitte, Mami. Bitte. Mutti, komm raus, bitte, komm raus, bitte, bitte, komm noch raus, Mutti, komm noch raus, bitte, Mutti, komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus, Mutti, komm noch raus. Es dauerte so lange, bis Lene die Türe aufmachte. Und manchmal denke ich, sie ist immer noch dahinter. Und ich bin immer noch davor. Und sie kommt niemals mehr heraus zu mir. Und ich muss erwachsen sein und allein. Aber sie ist immer noch da. Lene ist immer noch da. Thank you.
Thank you.